Vor dem britischen Überseegebiet war die Fahrt zu Ende. Gibraltar hat wegen Verstoßes gegen EU-Sanktionen einen Tanker gestoppt. Er soll mit iranischem Öl beladen auf dem Weg nach Syrien gewesen sein. Ermittler und britische Marinesoldaten seien an Bord des Supertankers Grace One gegangen. Das teilten die Behörden Gibraltars mit. Der Tanker sei auf dem Weg zu einer Raffinerie in Syrien gewesen. Diese unterliegt Sanktionen der Europäischen Union gegen die Regierung von Präsident Bashar al-Assad. Aus Spanien hieß es, der Tanker sei auf Betreiben der USA abgefangen worden. Washington hat nach dem Ausstieg aus dem Atomabkommen Sanktionen gegen den Iran verhängt, die Ölexporte des Landes verhindern sollen.